Weil sie kommen ja aus Norddeutschland. Und dieser Song, meine Damen und Herren, der heißt Wir kommen ja aus Norddeutschland. So Musiklaute, genau. Am Keyboard ist der Norbert. Yeah! Rock'n'Roll, hey! Ab geht's! Hey, hey, hey! Der Morgen ist ein schönes Tag. Hier und ich will hier fahren. Vielleicht ist man nicht ganz so liebenswürdig und so nett, doch man braucht dich auch nicht aus. Die Wiesen ziehen sich endlos auf, den Teilchen stürmt der Wind. Doch der Erlend, die Blüte und der Junior, weil wir hier sind dankbar, dass wir hier sind. Denn wir kommen ja aus Marderschön, unsere Heimat ist die Frage. Jeder Wiese, die Wiese, jeder Kabel, jeder Hunger, jeder Fußstoff.
kommen ja aus Norddeutschland. Wir sind mit dem ganzen Norden verwandt. Warum kann man hier nicht mal gleichen? Beschwerden gekriegt, meine Damen und Herren, von den Kindern. Die Kinder haben gesagt, die Pinguine sehen einfach zu schrecklich aus für die Bühne. Und ich habe gedacht, wie können wir die Heidi verschönern? Und ich habe eine Idee, Heidi. Was? So, genug aus dem Heidi mit dir, denn wir nehmen uns mal die Kinder. Das ist mir nicht mit aus dem I'm feeling free.
Von Sachsen bis nach Brandenburg, ja, wie bescheuert muss man sein, guckt man nicht in Marzahn herein. Ah, wie heißt ihr noch mal? Berlin-Marzahn, Berlin-Marzahn. Berlin-Marzahn, Berlin-Marzahn. Berlin-Marzahn, Berlin-Marzahn. Auf der Speisetriebe, Gott sei Dank haben wir ja Stieben. Seine Tasche ist rund und alle aus der Gang, die lieben ihn. Und alle, ist nur Frauenstück, nur Frauenstück. Wie heißt du? Wir kommen ja aus Norddeutschland. So Musik laut, ja, genau. Im Kiefer unser Norbert. Yeah! Was ist los, oder? Okay, hey, hey, hey! Thank you.
richtig, oder? Nicht verspielen, oder? Okay. Und jetzt noch mal das Feld. Achtung. Schreck, wir kommen ja aus Nordrhein-Westfalen. Und unser Heimat ist die Wahrheit. Jeder ist in die Wiese, jeder Tag. Und wir haben ja jeder schon wieder fest. Neben mir sieht einfach zu schrecklich aus für die Bühne. Alter, ich hab gedacht, wie können wir die Heidi verschönern? Und ich habe eine Idee, Heidi. Manchmal Heidi, mit Glück werden wir niemals reich und gesund. Und jetzt sind sie wieder schick und gut aus. Jetzt sind wir Heidi. Was sind deine Mütze also? Ich nutze auch. Ja. Was ist das denn mit der Zähne? Sie ist 112 Jahre alt, oder wie alt? Was ist denn da? 14, meine Mutter, muss ich sagen, dass ich die Jünger wir werden das sehen, ich hab aber eins wird das nicht sagen, wir sind alles gefallen. Ja, wir haben letztes Jahr mal im Zeug mit Scheinlis eine kleine Scheinkarte gewonnen, und der Stress war mit dem Lüften, der in diversen Bauern, bei den Männern Schweiz, in den Charts gewesen, auch immer noch zu hören. Dieses Lied, jetzt gut für euch, und wir fahren Whisky Männers vom Flattenland. Und ihr seid hier, Achtung, und... Hey! Achtung, ich mach ganz spannend, was ist denn los? Wie ist alles Deswegen ist es heute wieder eine Kleinigkeit. Genau, damit wir so gut werden. Mit der Freundin, mit der Schwester, mit der Schwester.
durch, wir sind Helden. Wir haben uns verstanden, wir sind Helden. Wir haben endlich wieder die Politik unter anderem für uns. Jawohl! Das ist alles verstanden. Ne, Rosi? Was mich ja wundert, ist, dass wir gut machen wir sind hier in Berlin, in Berlin, Marzahn sogar, quasi. Und das Lied ist so traurig, und meine Damen und Herren. Hier kommt die ganze Geschichte. Sido, stimmt's? Sido kommt aus Marzahn, oder? Ihr werdet Cindy aus Marzahn. Das ist eine ganz tolle Rapperin. Wir machen jetzt ein seriöses Lied. Die kann rappen. Eine Ballade aus Und wir haben gedacht, mit so einem Lied wie Männer von Plattenland, da kann man bei euch gar nicht ankommen. Ihr wollt bestimmt so richtig den Rap Hip-Hop wie Sido, oder Sarah? Sei ehrlich. Hip-Hop, ne? Und wir werden das Sido jetzt top. Für die Kinder. Wir sind Ulis Gang, nicht Sido. Dann sind wir auch Sido und Ulis Gang. Also, eigentlich hat Rosi mich heute angerufen und morgen hat gesagt, ey, und das ist Rosi. Das ist Rosi. Unser Rosi. Hey, Rosi. Wir haben gar nicht gegrüßt. Rosi, unser größter Fan. Und es ist ja auch so, dass wir ja alle Singles sind, denn keiner von uns hat eine Freundin, weil die Mädels sagen, du bist morgen, wenn wir nichts zu tun haben. Deswegen heute das erste Mal, weil wir hier in Berlin sind, in der großen Stadt. Hallo, falscher Check, wir geben Männer von Deutschland. Ist out, das war gestern, jetzt heißt das, warte. Hey, Männer, ist top. Männer ist aus der Stadt, nur für euch in Berlin bezahlen. Und die Hände her! Hey! Und die Hände zu Männern. Oh,
Kinder, macht doch wohl die Augen zu. Einen haben wir noch, ja. Und meine Oma möchte jetzt, damit wir berühmt werden, für uns strippen. Und los geht's mit Genie. Dann noch was Paulinisches. Einer geht noch rein. Einer geht noch rein. So, Applaus für meine Oma. Hab ich auch noch mitgebracht. Ja, ich hab gleich. Ja. Den Text war ganz einfach. Kinder, das Auge zu. Wir sehen uns die Ärger noch überall. Alles, welche Prüfung, alles, welche Prüfung. Meine Oma in der Hölle, kommt uns jetzt, was sie nur sehen mag. Mein Rücken ist auch immer alt, dass ich die Sitzung bin. Kinder, es kommt mal alle her. Was ist das denn? Hä? Adelera Camino Adensa. Das Heidi? Geil. Ja, unsere Heidi, meine Damen und Herren. Jawohl. Da hat sie eine Woche gebraucht, dieses Wort geil auswendig zu lernen. Da sieht man mal, wie dumm meine Mutter ist, aber ich erbe den Track an. Und ich habe ja gesagt, dass ich heute so nach und nach alle aus der Band vorstelle. Und zwar an der Gitarre, den möchte ich heute direkt kommen nach vorne. Das ist der Sven K. Der möchte nicht, dass sein Nachname genannt wird, ne? Nee, K ist der ganze Nachname. So, K ist der ganze Nachname. Und Sven nur für die kleine Kinder.
Sven ist der, der bei uns den Trecker fährt und die Gülle auf die Felder bringt. Und das stinkt immer im Dorf und alle hassen ihn. Und deswegen will ihn keiner mehr im Dorf haben. Komischerweise stinkt sein Trecker auch, wenn er keine Gülle drin hat. Das wundert uns alle. Und deswegen ist Sven heute hier an der Gitarre. Stimmt's? Ich freue mich. Genau, damit wir berühmt werden, haben wir gedacht, Melina und ich, genau. Oh. Hey, warte mal kurz, ich die Gitarre weg. Ja. Ah, ich hänge fest. So, wir haben viele Leserbriefe gekriegt, unter anderem von Rosi natürlich. Die hat gesagt, so eine verrückte Hop-Totten-Musik wie eure, mag ich nicht. Ne, Rosi? Und da haben wir gesagt, na gut, dann machen wir eine Ballade, was Trauriges. Und das Lied ist jetzt so traurig, meine Damen und Herren. Ihr werdet jetzt nicht nur weinen, weil wir so schlecht sind. Nein, ihr werdet jetzt weinen, weil das Lied so traurig ist. Und wir machen jetzt ein seriöses Lied, eine Ballade aus unserem Dorf. Und dieser Song heißt Bauern, ich kann es gar nicht aussprechen, Bauern sind immer so traurig. Los geht's. Für die Kinder. In der Stadt. Ich hab einen Engel gesehen. Sie fuhr eine Volkswagen Passat CC und ihr Lächeln, das war wunderschön. Das kommt auf der Winterner Straße. Mein Schatz. So ein dämlicher Trecker voraus. Hallo, falscher Text. Kann der nicht mal einfach rechts rüberziehen? Hey, so viel Blödheit, das hält man nicht aus. Frechheit. Bauern sind immer so traurig, weil keiner sie liebt. Keiner sie liebt. Es ist zwar originell, aber unsexuell, wenn man karrenvoll bis durch die Nordheide schiebt, Baby. Bauern sind immer so traurig und immer allein. Immer allein. Selbst ein Mann mit ner Kuh träumt von einem Rendezvous und einmal. Und jetzt Norbert! Bauern sind immer so traurig, weil keiner sie liebt. Wo sind die Feuerzeuge? Selbst ein Mann mit ner Kuh kommt von ein Rendezvous und von einer Frau, die ihn. Jetzt aber nicht ins Ding, ja? Abends allein in der Gesicht. Der Engel, der lebt an der Wand. Der so hell scheint auf ihr Fahrgestell und ich find sie so wunderbar. Wie alle von mir sind. Toll, oder? Der Kinder, der glaubt so blöd her. Hallo! Ihr glaubt nicht so, dass alle ohne Verstand etwas sein. Das wär doch nicht schwer. Bauern sind immer so traurig, weil keiner sie liebt. Originell, aber unsexuell, wenn man gar nicht so ist durch die Nordheide schickt. Bauern sind immer so traurig und immer allein. Immer allein. Selbst ein Mann mit ner Kuh träumt von einem Rendezvous und will einmal glücklich sein. So, jetzt bitte noch einmal, liebe Kinder, für Norbert klatschen. Norbert, der schlechteste Keyboard-Spieler Deutschlands, heute hier in Berlin. Schalt mal das Feuerzeug hoch. Und Bauern sind immer so traurig, weil keiner sie liebt. Es ist zwar originell, aber unsexuell, wenn man gar nicht voll ist durch die Nordheide schießt, Baby. Bauern sind und immer allein, selbst ein Mann ist nicht gut und von einem Rendezvous und will einmal glücklich sein. Jawohl, unsere Ballade. Die waren doch alle noch. Aber wenn wir schon bei ernsten Songs sind, genug ausgeruht, ist irgendeinmal jemand hier? Und sie ist abseits der hessischen Stimme oder Deutschland, wir konnten sie einkaufen, weil es eben nicht Schwerger ist. Meine Schwerger dort. Und unsere Seite Schwerger dort. Hallo. Mein Messwart, der Schwiegersohn. Ich singe ja lieblich, Schatz. Der Olli hat für seine Stimme ein Lied geschrieben, das wir jetzt für euch, für sie, präsentieren werden. Hölle, 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 Hölle!
meine Schwiegermutter. Ein liebes Lied, dieses Lied, du darfst hier tanzen. Ich kann aber das schon wieder. Ja, danke, das ist dafür. Entschuldigung. Danke.
Aber ich bin dann so lange hier. Liebe Freunde der ernsten Musik, auf der Bühne kommt ihr jetzt noch einmal an unsere Bauerstelle, damit ihr das alles sehen können. Oder ich nehme mich nach vorne, Norbi. Liebe Freunde, traurige Geschichte, das ist Norbi. Norbert ist unser Schweinebauer. Und Norbert ist ganz alleine, liebe Kinder. Und der hat letzte Woche eine Wahl gewonnen. Er hat die Wahl gewonnen vom hässlichen Bauer Deutschland, aber darüber freut er sich gar nicht, der Norbi. Weil Norbert ist nämlich sehr verliebt in eine Frau. Und diese Frau und euch im Moment sogar hier in Berlin. Und die Frau ist unsere Bundeskanzlerin. Diese Frau heißt nämlich Angela Merkel. Und Norbert ist von unserem Dorf, ich schwöre, das sind 110 Kilometer. Norbert ist von unserem Dorf immer nach Berlin gefahren mit seinem Ticket, hat sich vor das Kanzleramt gestellt, hat geklingelt und sie hat ihn nicht reingelassen. Und dann hat er versucht, ihre Nummer rauszukriegen, aber der Auskunft hat die Nummer von Frau Merkel nicht gegeben. Nur liebe Kinder und liebe Erwachsenen, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Und die dicksten Kartoffeln hat auf jeden Fall Norbert. Weil Norbert hat sich ein kleines Schweinchen gekauft, ein Ferkel, und dieses Ferkel nennt er Frau Merkel. Ich nenne meine Ja,
sag ich mal. Ja, sag ich mal. Sag ich mal. Berlin ist eine richtig geile Stadt, finde ich auch. Aber wir kommen ja aus Hamburg. Und wir möchten euch ein Lied singen über unsere Stadt, über Hamburg. Genau. Und wir möchten euch damit unsere Stadt vorstellen. Und unsere Song heißt, wenn du die in Hamburg warst. Hört es sich aus dem Ort, meine Damen und Herren. So hört das auch bei uns an. Und los geht's. Das ist mit mir. Hamburg, wir sind alle Hamburg. So, das war die erste Runde von Hamburg. Die Gang geht jetzt weiter.
Der Job von meiner Freundin, Das ist ja so gut, dass wir gehört, dass es bleiben wird. Und wir bleiben bei euch auf Volksmusik.
Das war ja meine Freundin. Ich möchte euch meine Ex-Freundin vorstellen. Meine Ex-Freundin heißt Nathalie. Und Nathalie hat Beschluss gemacht, weil ich ein Liebeslied für sie geschrieben habe. Und zwar immer dann, wenn ich gesagt habe, mach mal mit und du auch bitte. Immer wenn ich sie gesagt habe, Lustig ist das Sieg, euer Leben. Das ist alles. Alt, Politiker, in Haufen fallen.
Adia, 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 Auswahl. Okay. Das ist alles bei Rainer. Und jetzt muss der Olli, der kleine Olli, wo ist das jetzt? Olli! Der ist das beim nächsten Auftritt. Da kommt, ich höre. Da kommen meine beiden neuen Gäste wieder. Applaus für euch, Olli. Kommt mal her. Und zwar, ihr könnt das, ja? Wir haben nämlich einen Preis gekriegt, meine Damen und Herren. Jawohl, die Presse hat gesagt, passt auf, wortwörtlich. Die schlechteste Volksrepublik, die sie überhaupt gibt, die Preise von uns gegeben. Und das Schlimmste an uns ist, und es liegt an dir, Amigo. Test. Und das Schlimmste an uns ist, haben sie gesagt, es liegt an dir, Amigo. Es liegt doch an dir, Amigo. Es liegt an dir, Amigo. Und das Schlimmste an uns ist, das ist Stotterer. Ja, das ist nicht gut. So, aha. Und das Schlimmste an uns ist, haben sie gesagt, der Tanz zu einem Lied, der heißt Westerwald. Und ich möchte euch beide, du kannst das ja auch, ne? Also wir haben wirklich goldene Himbeere gekriegt für den schlechtesten Tanz Deutschlands. Wir finden unser Lied gut. Wir finden auch unser Tanz gut. Rosemann kann der Tanz auch. Komm, Yeah.
Und ich denke, das war mal ganz toll, weiß geworden, wo wir uns gar nicht kaufen werden. Haben wir mal eine Lüge? Ja, wir haben mal eine Volksmusik. Und zwar, passt das auf, es tut mir leid, ich muss es mir wieder sagen, ihr merkt das nicht. Wir sind kleine Kinder. Nein, wir sind keine Kinder. Ihr seid kleine Kinder. Ich möchte noch ein seriöses Volksmusik für euch machen. Und zwar ein Lied von einem wunderschönen Mädchen aus unserem Dorf. Wir haben da einen Forellenteich. Und an diesem Forellenteich ist eine wunderschöne Fischerin. Hier ist sie. Achtung, vielleicht auch raus die schönste Fischerin aus unserem Dorf. Genau. Sie ist die einzige Fischerin aus unserem Dorf, die ist die schönste. Liebe Kinder. Aber was sagen Sie sich eigentlich? Wie kommt das? Tu es nicht. Tu es nicht. Nein. Ich muss euch was fragen, Kinder. Seid ihr erschreckt von diesem Mädchen? Habt ihr Angst vor diesem Mädchen? Soll ich euch was richtig Schlimmes zeigen, Kinder? Seid ihr bereit, was ganz Schlimmes euch anzugucken? Guckt ihr da hin? Achtung, bei drei, das ist was ganz Schreckliches. Da ist die schöne Fischerin, aber passt auf, bei drei, ja? Und ihr müsst ganz laut reichen, was ganz Schlimmes ist. Tu es nicht, ich muss es tun. Ich kann es nicht. Achtung, nicht hingucken. Liebe Kinder, auch nicht schreien jetzt. Eins, zwei und drei! Ein echtes Monster. Ja, Hey, she's a little shit, come on, let's go.
nicht mal mehr. Danke, Berlin, 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 Ber